Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Runde Total Warhammer 3 Armee-Vorstellung. Heute beschäftigen wir uns mit der Armee des Chaos, und zwar des Chaos-Gottes Korn. Und wenn euch diese Spekulationsvideos gefallen, schreibt gerne auch eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch der Content gefällt, lasst gerne auch ein Abo und einen Daumen hoch da für den Blutgott! Natürlich nur. Denn nur hier gibt es all das, was ihr über Warhammer 3 wissen müsst und natürlich auch über Warhammer 2 und die besten Multiplayer-Matches, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Und die besten Kampagnenspiele sowieso. Okay, genug der schamlosen Eigenerwerbung. Beginnen wir mit der Armee des Chaos, mit der Armee des Korn. Korn ist der Blutgott. Und seine Armee ist entsprechend die Armee des Blutgottes, dem Fürst des Mordens, dem Jäger der Seelen, dem Chaosgott des Krieges, der Ehre, des Hasses und der Stärke. Das bekannteste Zitat der Anbeter von Korn sind: Blut für den Blutgott, Schädel für seinen Thron. Und damit zeichnet sich auch der Stil der Armee mit all diesen Informationen bereits ab, denn die Armee des Korn, des Blutgottes, ist nicht bekannt für ihre Subtilität. Der Gott selbst steht für das Morden, das Töten, die Schlacht ist zu den Zorn, wie gerade eben schon erwähnt, grundlegende brutale Emotionen. Er ist im Pantheon der vier Chaosgötter mit Abstand der stärkste neben Slaanesh, Tsinch und Nurgle. Er verabscheut jegliche Art von Heimtücke und Hinterliste und sucht den direkten Kampf in der Schlacht. Er ist der Schutzpatron der Krieger und derer, die durch Stärke und ihre Fähigkeit im Kampf obsiegen wollen. Alle anderen Chaosgötter verabscheut er mehr oder weniger stark, und er hat keine Tempel, sondern nur Steinhaufen im besten Fall, denn sein Tempel ist das Schlachtfeld. Er ist der wenigste subtile aller Chaosgötter und ein besonderer Freund der Anarchie, da daraus besonderer Konflikt entsteht, und er gibt den Kämpfern, die in der Linie stehen, Stärke für ihren Kampf. Und tatsächlich kann es sein, dass selbst wenn ein imperialer Kämpfer oder ein Hochelfenkämpfer ihren Gott anrufen, wie zum Beispiel Sigmar oder Ulrich, kann es sein, dass nicht ihr Gott ihre Gebete erhört, sondern Korn selbst und ihnen Stärke gibt. Das Symbol des Korn ist eine Abwandlung des Chaos-Sterns, und die bevorzugte Waffe des Korn sind die Kampfäxte. Wie wird sich diese Armee des Korn nun in Total War Warhammer 3 voraussichtlich spielen, und wie kann Creative Assembly es erreichen, hier einen neuen Armeestil zu erschaffen, den es so noch nicht gab? Und damit beginnen wir jetzt. Wir beginnen mit den Infanterieeinheiten, die das Chaos des Korn dabei haben wird oder dabei haben kann. Und das ist einer der Gründe, warum ich der Meinung bin, dass die vier Chaos-Fraktionen mindestens einen gemeinsamen Kern haben werden aus vor allem der Infanterie und einigen Kavallerieeinheiten wie den Barbaren Berserkern, Chaos-Barbaren-Reitern möglicherweise, Chaos-Krieger, Chaos-Ritter, Chaos-Generäle und Verstoßene sind Einheiten, oder den Chaos-Riese sind alles Einheiten, die problemlos bei allen der vier Chaos-Fraktionen auftreten können. Genauso wie Chaos-Trolle, zum Beispiel Chaos-Oger oder Drachen, die bei jeder Chaos-Fraktion dabei sein können. Aber soweit zu den Gemeinsamkeiten mit anderen Chaos-Fraktionen. Aber was stellt denn Korn ganz besonders heraus? Nun, das Interessanteste oder die zwei interessantesten Punkte sind, dass Korn selbst keine Magie hat, also keine spezielle Magie, wie jetzt zum Beispiel die Pestilenzmagie, die man sich bei Nurgle vorstellen könnte. Aber Korn, muss man fast sagen, verabscheut Magie, denn wer will, welcher blutrünstige Dämon will seine Feinde schon aus der Entfernung mit irgendwelchen Zaubersprüchen kaputt machen, wenn man sie stattdessen mit einer gigantischen Axt zu Brei verarbeiten kann? Das ist also das eine, was diese Armee nicht haben wird, nämlich keine Magie. Und jedenfalls, wenn Creative Assembly hier wirklich einen eigenen Charakter haben möchte, dann müssen sie hier für die Chaos-Korn-Armee auf Magie verzichten.
Nicht, dass es unmöglich wäre, hier trotzdem ähnliche Funktionen hineinzubekommen. Ich meine, dass Creative Assembly das kann, haben sie ja bereits mit den Zwergen bewiesen, die auch an sich keine Magie haben, aber durch Buffs, durch die Runen auf ähnliche Funktionen Zugriff haben. Korn ist außerdem nicht bekannt für seinen Fernkampf. Und wenn Korn, also wenn sie der Korn-Armee jetzt nicht auf diese Chaos-Barbaren-Reiter mit ihren Fernkampf-Plänkler-Fähigkeiten zur Seite stellen wollen, dann müssen sie vollkommen ohne Fernkampf auskommen, was ich denke, der Armee auch ihren einzigartigen, wenn es das so sein wird, einzigartigen Charakter geben wird, denn Korn geht auf Tuchfühlung und alle seine Helden wollen auf Tuchfühlung gehen, mit Schwert, mit Axt, mit Speer oder allem anderen, was sie so greifen können. Das sind also auf jeden Fall die Besonderheiten, die das Chaos von Korn mit in die Schlacht bringen können. Neben diesen Infanterieeinheiten gibt es natürlich das, was das Chaos besonders ausmacht, nämlich die Dämonen und die Monster. Und auf der Monsterseite haben wir auch bei Total War Warhammer 2 schon einige Dinge gesehen. So können wir uns hier zum Beispiel Chaos-Trolle vorstellen, vielleicht Chaos-Ogre, Drachen-Ogre-Shaggoths sind jetzt schon dabei. Wobei man sagen muss, das wäre schon ein kleines bisschen langweilig, wenn Creative Assembly diese Regimenter, die eigentlich schon dabei sind, nochmal erneut für die Korn-Armee verwendet. Und ich denke, das ist auch gar nicht notwendig, denn die Armeen des Chaos, die Dämonen des Chaos haben einige andere Regimenter zu bieten. Also allerdings natürlich keine Artillerie. Es sei denn, sie kopieren hier auch den Todbringer, den es bereits für das ungeteilte Chaos gibt. Aber ich hoffe wirklich nicht, dass das passieren wird. Auf der anderen Seite, neben der normalen Infanterie und der fehlenden Fernkampf und der fehlenden Magie, kommt jetzt wirklich der Knackpunkt, nämlich die Dämonen des Korn. Und die Dämonen des Korn sind bekannt dafür, sehr schnelle und effiziente Killer zu sein. Sie kämpfen immer bis zum Tode. Andere Chaos-Dämonen, von denen hat man auch schon gehört, dass sie sich gerne neu positionieren, zurückziehen, um anders zu kämpfen. Aber das macht Korn nicht. Das heißt, alle Chaos-Dämonen des Korn werden unbrechbar sein und immer bis zum Tod kämpfen. Möglicherweise so eine Eigenschaft haben wie letzter Hieb, wie bei den Zwergen Slayer. Nicht, dass er jetzt einen Riesenunterschied machen würde. Glaube ich jedenfalls nicht. Aber das würde es hier so auf jeden Fall geben. Diese Dämonen des Korn werden erhöhten Angriffswert haben in der Lore. Auf dem Tabletop bekommen sie einen Angriffsbonus in dem Moment, in dem sie angreifen. Wir können also davon ausgehen, dass sie besonders stark reinhauen werden in dem Moment ihres Charges. Und ich gehe davon aus, dass Dämonen außerdem noch physische Resistenz erhalten werden. Ähnlich wie Geister. Sie sind ja Geister, ähnlich geisterhafte Kreaturen. Wahrscheinlich nicht ganz so hohe physische Resistenz wie jetzt tatsächliche Geister. Aber dennoch wird da vermutlich ein bisschen was da sein und magische Waffen werden ihn eher zu schaffen machen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Korn in der Lage sein wird, weitere Dämonen auf dem Schlachtfeld zu beschwören. Möglicherweise, je nachdem wie viele Feinde bereits vernichtet worden sind, vergleichbar einerseits mit der Ushant-Beschwörung der Gruftkönige oder alternativ mit der, werden sie einen anderen Buff erhalten, wie zum Beispiel den geübten Mörder-Skill, den die Dunkelelfen haben. Das heißt, sobald eine gewisse Menge an Blut auf dem Schlachtfeld verteilt worden ist, dann wird es eigentlich schon ganz gut passen. Also das passt in den Hintergrund der Dämonenarmee, nämlich dass Blut vergossen werden muss, um Dämonen zu beschwören, dass bei einer bestimmten Menge an getöteten Einheiten ein großer Dämon oder vielleicht erst der General selbst auf dem Schlachtfeld auftauchen kann. Ich muss zugeben, das wäre schon eine ziemlich geile Sache, wenn das so gemacht werden würde. Und auch total anders als bei allen anderen Fraktionen. Ich denke, da hätte man durchaus die Möglichkeit, interessante Mechanik für die Korn-Armee einzubauen. So, jetzt habe ich mal prinzipiell über die Dämonen geredet und wie sie sich spielen werden. Ich meine, was heißt hier spielen werden? Ich meine, vorwärts gehen, drauf, dran, drüber, alles kaputt hauen. Das ist Korn, der wie gesagt nicht bekannt für seine Subtilität ist. Aber die interessanten Dinge sind seine Dämonen, über die haben wir noch gar nicht geredet. Und hier gibt es zum einen
schon mal ein paar Regimenter und ein paar Einheiten, die bereits in Tolo Warhammer 2 vorhanden sind. Und da möchte ich euch auf den Moloch des Khorne oder Juggernaut oder Blutbestien werden die auch genannt, hinweisen, der nämlich schon im Blutbestien-Streitwagen des Chaos dabei ist. Vermutlich werde ich jetzt kein Bild hier reinpacken, aber ihr kennt ihn aus dem Chaos. Und diese Blutbestie, dieser Moloch des Khorne ist auch ein Reittier für zum Beispiel Chaoskrieger selbst, wie wir sie im Warhammer 3 Ankündigungstrailer gesehen haben, oder andere Dämonen können darauf reiten. Aber genug davon, ich bin hier ein bisschen mir selbst zuvor gekommen. Ganz primär werden große Dämonen des Khorne sein, sogenannte Blutdämonen oder auf Englisch Bloodthirsters. Und diese großen Dämonen des Khorne können auch zum Teil Dämonenprinzen sein. Da gibt es einige legendäre Lords, auf die wir am Ende noch ganz kurz eingehen werden. Nahkampfbestien, die bestimmt auch ihre eigenen Buffs mitbringen werden und absolut tödlich sein müssen. Es muss wirklich so sein, dass die großen Dämonen des Khorne mit Abstand die besten Nahkämpfer im ganzen Spiel sind, denn genau das stellen sie dar, den Zorn und die Wildheit, die Khorne mit sich bringt. Also neben diesem großen Dämon des Khorne, der entweder ein Held oder der General selbst sein kann, gibt es eine interessante andere Einheit, nämlich Khorngors. Khorngors, ihr fragt, was sind denn Khorngors? Hört sich an wie Tiermenschen. Nun, es ist genau so. Khorngors sind Khorne-Bestigors von den Tiermenschen, also gepanzerte Bestigors, die Khorne anbeten. Was sie eigentlich irgendwie, ja, sowieso schon irgendwie tun. Tiermenschen sind sowieso so Chaos-Kreaturen. Und kleiner Fun-Fact, diese Bestigors gibt es auch in anderen Versionen. Bei Blood Bowl, meine lieben Blood Bowl-Freunde, kennen wir sie zum Beispiel als Pestigors, also Bestigors, die sich Nurgle verschrieben haben, und ich glaube, sie gibt es auch bestimmt für Slaanesh und für Zintigors, also für Zinch. An denen wird jetzt vermutlich am wenigsten Interessantes sein, gepanzerte Infanterieeinheit mit besseren Nahkampfwerten. Deutlich interessanter werden andere Dämonen, eigentlich sind Khorngors gar keine Dämonen, Entschuldigung, dass ich sie reingepackt habe. Viel interessanter werden die Zerfleischer des Khorne werden, auch im Englischen genannt Bloodletters. Das sind solche roten Dämonen, ziemlich groß, bewaffnet mit Axt oder manchmal auch einem Zweihandschwert. Also relativ wenig Panzerung, vermutlich allerdings deswegen im Gegensatz dazu physische Resistenz und absolut mörderisch gegen Infanterie und rüstungsdurchdringend müssen sie auch sein. Vielleicht am ehesten in die Richtung gehen von Hankard von Harganeth, die wir hier erwarten können, aber ich gehe davon aus, dieses ganze Chaos-Armee-Roster muss auch deutlich schneller sein. Dadurch, dass sie ja keinen Fernkampf haben, brauchen sie irgendwie Möglichkeiten, dem Gegner hinterherzukommen. Es gibt auch legendäre Regimenter, legendäre Heralde des Khorne heißen die von Zerfleischern. Ich gehe davon aus, dass wir auch davon einige, also legendäre Regimenter, reinbekommen werden. Neben diesen Zerfleischern gibt es, wie gesagt, die Moloche des Khorne, Blutbestien, habe ich gerade auch schon erwähnt, die Streitwagen des Chaos bereits ziehen. Das sind gar keine richtigen Kreaturen, sondern anscheinend so eine Art Messinggolem mit flüssigem Metall gefüllt. Und diese Zerfleischer können auch auf diesen Molochen des Khorne drauf reiten, genau wie Chaoskrieger. Und wenn ein Zerfleischer auf einem Moloch des Khorne reitet, dann nennt man ihn Zerschmetterer. Geil, oder? Games Workshop, ja, einfach die besten Namen. Im Englischen heißen sie Blood Crusher. Also im Englischen heißt eigentlich alles irgendwas mit Blood. Und wie soll ich euch nachher in den Multiplayer-Matches nachher ein Zerfleischer vom Zerschmetterer verwechseln? Das werde ich immer verwechseln, Leute. Okay, also neben dem Zerfleischer, dem Moloch des Khorne, dem Reittiers und dem Zerschmetterer, was der Kombo davon ist, gibt es dann noch Chaosbruten des Khorne. Das ist jetzt auch nicht unbedingt mega kreativ, das sind eben Chaosbruten und zum Teil auch Wehrbestien genannt, also Menschen verwandeln sich ja in Chaosbruten. Es gibt also diverse Subkategorien für die verschiedenen Chaosgötter. Wehrbestien, die sind halt besonders nahkampfstark, ich denke jetzt auch nicht zu interessant auf der Seite. Dann haben wir neben den Chaosbruten des Khorne noch die Bluthunde des Khorne. Das sind
Vermutlich, werden wir sehen. Also sie sind natürlich immer ein bisschen aggressiver, weil es ist ja Korn. Gehen davon aus, das sind typische Hundeeinheiten, die uns hier begegnen werden. Möglicherweise werden sie in Richtung Gnargors geschoben, also etwas mehr Masse bekommen und mehr rüstungsdurchdringenden Schaden bekommen. Das werden wir sehen. Allerdings große Regimenter hat ja Chaos schon und sie brauchen auf jeden Fall irgendeine Art von Hundeeinheit, um gegnerische Fernkämpfer oder Plänkler zu schnappen, weil sonst haben sie nämlich gar nichts, was das angeht. Und dann gibt es noch so eine dämonenähnliche Einheit, das nennt sich den Blutthron des Khorne, der mit Sicherheit um sich herum buffen wird und in die ähnliche Richtung wie der Blutqualschrein der Dunkelelfen funktioniert. Als so eine Art Subdämon, die das Chaos auch noch hat, gibt es Blutpferde, ich weiß, krass, haben im Englischen Bloodsteeds genannt. Das sind einfach Pferde, die zum Beispiel ein Champion des Khorne reitet. Und das war mehr oder weniger all das, was ich an speziellen Dämonen oder mehr oder weniger speziellen Dämonen für Khorne gefunden habe. Und klar kann man jetzt noch sagen, ja, man könnte noch einen Chaos-Riesen mitnehmen, der sich auf Khorne fokussiert. Oder alternativ einen Chaos-Drachen, der sich auf Khorne fokussiert. Aber das gibt's alles schon und das sehe ich jetzt nicht wirklich als besonders einzigartige Einheit an. Und ich muss zugeben, in Summe sind diese Anzahl an Dämonen jetzt nicht unbedingt mega viele, um eine vollkommen einzigartige Armee daraus zu machen. Wenn man bedenkt, das eine sind Khorne-Gors, okay, Khorne-Bestigors. Hier wird es für alle verschiedenen Fraktionen geben, also für die ganzen Chaos-Fraktionen, einmal Inslanisch, Zin, Schnörgel und Khorne Fashion. Okay, dann gibt es den Zerfleischer, die Anti-Infanterie-Einheit, möglicherweise mit Axt werden sie vielleicht auch anti-groß, wer weiß. Dann gibt es die Moloche des Khorne, was eigentlich Reittiere sind, selbst. Und die Kavallerie-Version, also einmal Moloch des Khorne wird es wahrscheinlich als Version mit Reittier als Zerfleischer geben und einmal mit Dämon-Reiter, aber ich weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen doppelt gemoppelt. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die sich großartig unterscheiden würden. Von die Zerschmetterer, also die mit den Zerfleischern, die drauf sitzen, wären wahrscheinlich dann eher die etwas mit etwas mehr physischer Resistenz, aber die Chaos-Ritter, die drauf sitzen, hätten dann mehr die deutlich höhere Rüstung. Und von mir aus gibt es dann noch diesen Buff Blutthron des Khorns, Chaos-Bruten und Bluthunde. Und ja. Irgendwie, also ich muss wirklich zugeben, wenn das gesamte Roster ist, das Khorne hier mitbringt, von denen ich wirklich Lore gefunden habe und Erwähnung, dann ist das jetzt nicht extrem viel und darauf kann man eigentlich gar keine einzige Armee aufbauen, meiner Meinung nach. Das heißt, diese Dämonen des Khorne brauchen unbedingt noch Unterstützung von bereits vorhandenen Einheiten, zum Beispiel den Barbaren oder den Chaoskriegern. Die wird es natürlich in der Chaoskrieger-Khorne-Version geben. Aber eine wirklich vollkommen einzigartige Dämonen des Khorne-Armee sehe ich momentan als sehr schwierig umsetzbar an oder möglicherweise ein kleines bisschen langweilig. Klar, man könnte die Dämonen einfach nur mit einem Haufen Kultisten mit in die Schlacht schicken. Die Kultisten könnten dann ähnlich wie bei den Bretonen irgendwie 100 Gold kosten, sodass man Einheiten hat, mit denen man den Gegner irgendwie aufhalten kann, während die richtig wichtigen, großen und teuren Dämonen sich nähern. Aber ich denke, mein Fazit, das ich auch schon bei meinem ursprünglichen Ankündigungsvideo und bei meinem ursprünglichen Fraktionsspekulationsvideo gemacht habe, bleibt, dass eine pure Khorne-Armee, die wirklich vollkommen eigenständig funktionieren wird und auf vollkommen nur einzigartige Einheiten zurückgreifen wird, meiner Meinung nach hier nicht möglich ist. Und deswegen bleibe ich immer noch dabei, dass auch Khorne nur eine Subfraktion des Chaos bleiben wird. Denn ohne von mir aus Kultisten, Barbaren, Chaoskrieger, Chaos-Ritter, von mir aus einmal rot angemalt mit irgendeinem besonderen Buff, den nur das Chaos hat, wie zum Beispiel Raserei oder ein bisschen physischer Resistenz oder höheren Angriffspunkten, glaube ich nicht, dass sich das total so umsetzen lässt. Ja, so viel dazu zu mir. Es gibt noch ein paar legendäre Lords, was Khorne angeht.
Die haben so interessante Namen wie Uchuh the Skullshaker und Ulf Demon King und Scarbrand und Valkia the Bloody. Daumen hoch dafür, für diese Impression. Und da sind zum Teil ursprüngliche Dämonen, zum Teil Dämonenprinzen. Und ja, das sind halt Nahkampfmonster. Ich möchte da jetzt ehrlich gesagt nicht zu sehr in die Spekulation reingehen. Mal sehen, was da passiert. Naja, aber ich glaube, das war es auch mehr oder weniger hier für dieses erste Spekulationsvideo. Was würde uns bei Khorne erwarten? Ein Haufen Dämonen, super starke Angriffsarmee, die zum Teil mit hoher Rüstung daherkommt, gerade wenn man sich die Moloche des Khorne oder die Khorne-Chaoskrieger ansieht, die auf den Molochen des Khorne reiten. Das wurde ja im Trailer sehr gefeatured. Sie werden vielleicht Dämonen beschwören können, sie werden besonders gut angreifen können, besonders gut reinhauen können und bestimmt viel aushalten. Auf der anderen Seite werden sie mit Sicherheit zum großen Teil sehr schwach gegenüber magischen Angriffen sein. Sie werden keinen Fernkampf haben und sie sollten keine Magie haben und nur durch ihre eigenen Buffs leben. Wenn man den Dämonenprinzen oder den General im Laufe des Kampfes beschwören könnte, fände ich super geil. Ich hoffe, das kommt. Wir werden sehen, das ist jetzt meine eigene Spekulation hier zum ersten Mal confirmed. Wenn das so passiert, gib mir hoffentlich einen Daumen hoch. Und das war's mehr oder weniger. Und es wird, ich denke, Creative Assembly wird hier raus schon noch eine eigene, besondere Fraktion machen, die sich anders spielt. Da gibt es durchaus genug Ansätze, wie sie das hinkriegen können. Allein schon, weil es Dämonen ja bisher noch gar nicht so richtig gibt. Und diese Murder Rush Armee, die sich wirklich nur auf Rush fokussiert, es auch nicht so richtig gibt. Wenn ich so drüber nachdenke, sollte man vielleicht doch nicht diese ganzen Kultisten als Bauern irgendwo reinpacken, weil dann würden sie sich doch vielleicht ein bisschen zu sehr wie Bretonen spielen. Aber auf der anderen Seite haben Bretonen dann doch noch eine andere Spielweise wegen ihren ganzen Bogenschützen und der Kavallerie. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die Khorne-Dämonen so richtig, so schnell sind wie Kavallerie. Vielleicht die, selbst die Moloche des Khorne, diese Kavallerie, die sind so richtig schwerfällig. Das sind Kreaturen aus Halbmetall, aus Messing. Die können ehrlich gesagt gar nicht so schnell sein, meiner Meinung nach. Deswegen, ich gehe irgendwie davon, jetzt frage ich mich, wie das Creative Assembly hinkriegen möchte, dass die Khorne-Armee gut funktioniert, weil sie ja unter Umständen total langsam und schwerfällig sein kann. Selbst diese Moloche des Khorne und die Chaoskrieger, die darauf rein, die müssen unglaublich langsam sein. Ja, es wird vielleicht so ein bisschen Richtung, ja, also ich habe wirklich fast das Gefühl, dass diese Armee, wenn ich so darüber rede, eher so ein schwerfällig, möglicherweise jetzt nicht extrem, nicht so langsam wie die Zwerge, aber bestimmt nicht so schnell wie die Waldelfen, sich eine nach vorne bewegende Welle sind, die den Gegner überrennt und verhindern muss, dann im Fernkampf auseinandergeschossen zu werden und im Nahkampf alles besiegt. Hört sich interessant an. Ich bin mir sicher, Creative Assembly hatte einige interessante Ideen, um hier nochmal einen Twist reinzupacken. Ich hoffe, euch hat dieses Spekulationsvideo gefallen. Wie gesagt, lasst gerne ein Abo da, einen Daumen hoch und einen Kommentar, ob ihr der Meinung seid, ich habe irgendwelche wichtigen Regimenter-Einheiten vergessen oder habe zum Beispiel den legendären Lords nicht Genüge getan, indem ich gesagt habe, dass das einfache Nahkampfmonster sind, die alles kaputt hauen. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.